Der Wirtschaftsstandort Schwechat erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nicht nur aufgrund der besonderen Lage zum Flughafen. Die lange Nacht der Wirtschaft zeigt einmal mehr, wie wichtig Netzwerken ist und wie umfangreich die Unterstützung der Wirtschaftskammer Niederösterreich Schwechat ist. Viele Gäste waren der Einladung der Wirtschaftskammer gefolgt. Auf dem Programm standen Informationen über die Serviceleistungen der Wirtschaftskammer. Wir wollen, dass alle Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Wirtschaftskammer im Bezirk besser kennenlernen. Wir wollen ihnen zeigen, was wir alles bieten können. Und natürlich, dass sich die Wirtschaftstreibenden im Bezirk untereinander kennenlernen können. Die Botschaft ist einmal, dass wir uns darstellen wollen, was wir alles bieten. Von der Beratung her natürlich auch, was wir schon geleistet haben, welche Erfolge wir vorweisen können. Das wollen wir gerne den Leuten einmal präsentieren. Und dann gibt es doch natürlich Netzwerken und Geselligkeit. Und wie steht es um die Wirtschaft im Bezirk Schwechat? An und für sich, glaube ich, gerade Teilbezirk Schwechat kann sich schon rühmen, dass es ihm gut geht. Könnte natürlich immer besser sein, das ist klar, aber prinzipiell geht es uns ganz gut. Natürlich wächst die Wirtschaft in Schwechat mit dem Flughafen Wien mit. Also ein Wachstumstreiber ist sicher das Taxigewerbe, ein Wachstumstreiber ist der ganze Bereich der Logistikdienstleister. Und wir haben auch ein stark wachsendes Unternehmen im Bereich der Personenbetreuung. Das ja Thema wird die nächsten 20, 30 Jahre wieder einfach der Bedarf in dem Bereich massiv wachsen. Und da gibt es einige Unternehmen, die sehr erfolgreich sind. Ein Fokus liegt auch auf der Unterstützung für junge Unternehmer, die einen Betrieb gründen wollen. Ja, prinzipiell haben wir sehr, sehr viele Gründerberatungen, die hier in der Kammer durchgeführt werden. Der Mario Freiberger, unser Geschäftsstellenleiter, macht diese Gründerberatungen und muss sagen, ist sehr, sehr gut angenommen. Und wir freuen uns über jeden jungen Unternehmer, der zuerst herkommt und sich klar macht darüber, was Unternehmen bedeutet. Ja, es sind viele, die viel Fantasie haben, aber wirklich ein bisschen den Boden unter den Füßen noch brauchen. Und das wollen wir ihnen bieten. Das heißt, die Beratung bringt natürlich Klarheit darüber, was ein Unternehmen ist und was er in Zukunft machen muss, um eben Unternehmer zu sein. Als Wirtschaftskammer bieten wir die One-Stop-Beratung. Das heißt, der potenzielle Gründer kann bei uns von der Gründerberatung bis zur Gewerbeanmeldung eigentlich alles machen. Das Einzige, wo es eine Ausnahme gibt, sind die reglementierten Gewerbe. Das muss die Behörde machen, das ist im Fall der Gewerbeordnung ist es die Bezirkshauptmannschaft. Die letzten langen Nächte waren natürlich da, um eben das Netzwerk aufzubauen. Und das ist auch gerade für die Jungunternehmer eine tolle Geschichte, die hierher kommen können, neue Verbindungen zu suchen. Und es ist ja, glaube ich, nicht allen bekannt, was der Bezirk alles bietet, welche Unternehmen hier sind. Und da gibt es also Synergien, die man vorher nicht kennt, die man heute kennenlernen kann. Wir haben zwei Themen, die ich heute vorstellen werde. Das eine ist Beratung im Rahmen der Betriebsanlage. Das heißt, wenn der Unternehmer ausbauen möchte oder neu baut, bieten wir einen Berater, den stellen wir an die Seite, der den Unternehmer begleitet durch das ganze Verfahren und somit einige Hürden aus dem Weg räumen kann. Wagen sich noch genug junge Menschen in die Selbstständigkeit? Ja, im Moment ist eigentlich der Zuwachs ungebrochen. In vielen Bereichen, der Start ist meistens eine nebenberufliche, gewerbliche Tätigkeit, wo man im Nebenjob versucht, einen Standbein zum Aufbauen. Und da sind wir eigentlich sehr gut unterwegs im Raum Schwechat, auch bedingt durch die gute Lage von der Infrastruktur her. Und wir haben auch viele Unternehmen, die kommen von Wien und siedeln sich bei uns in der Region an. Viele Gäste nutzen die Möglichkeit, bis spät abends zu plaudern und Kontakte zu knüpfen. Das heißt aber in Wahrheit, ohne Netzwerk geht gar nichts? Das ist schon richtig, ja. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Punkte. Und genau deswegen sind wir auch hier.